Moin ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und Superfinch ist am Start. Wir haben gedacht, wir machen heute eine kleine Runde, wer würde eher. Wir haben jetzt hier schon die Zettel vorbereitet. Finch hat seine erste Klasse-Schrift rausgeholt. Was? Ich kann richtig gut schreiben, Alter. Ich habe so ein bisschen mehr Mädchenschrift und ja. Wir kriegen jetzt gleich ein paar Sachen vorgelesen und müssen dann raten, wer von uns beiden das eher machen würde. Weil wir uns sehr gut kennen, werden wir immer der gleichen Meinung sein. Bestimmt nicht. Ja, und was passiert, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, dann müssen wir es ausdiskutieren. Ausvögeln, ja. Ausvögeln, da gewinne ich, glaube ich. So, okay? Ja! Okay, wer würde eher, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Rosette lecken? Egal welches Geschlecht. Ohne mit der Wimper zu, egal wer da vor mir sitzt. Das ist also für Finch eine Frau und für Lucy ein Mann. Ach so. Nee, egal. Für Geld oder für einfach so? Einfach so. Einfach so. Ey. Hast du schon? Ja, ich auch schon. Und? Ich hab dich genommen. Warum du? Ich bin Musiker, ich mach sowas nicht. Hä, du bist der größte Vögler auf diesem Planeten. Das stimmt Alter. Gar nicht, aber ich würde nicht alle Frauen bumsen. Naja, weil okay. Die schön. Also, so. Wer würde eher jemanden vom gleichen Geschlecht küssen? Boah. Hast du? Klingt das. Du? Du würdest eher einen Typen küssen? Ich bin da völlig entspannt, Alter. Mir ist das sowas von scheißegal. Nur normaler, also nur so ein Kuss, aber nicht mit Zunge. Ja, eher, wirklich jetzt. Also wenn du jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, küss ihn? Wenn ich betrunken bin, würde ich es wahrscheinlich tun, ja. Aber eher, also ich würde es. Ich will meinen ganzen, ich habe ja sehr viele Leute, die sagen, ich bin homophob. Den will ich damit einen Strich durch die Richtung machen. Ach stimmt, du küsst dich auch immer mit. Ich küsse mich immer mit Assi. Wollte ich kurz sagen, deswegen also. Man kennt's. Okay, weiter geht's. Wir würden uns einfach beide machen. Wir würden einfach uns küssen sonst. Wer würde eher ein Jahr ohne Sex auskommen? Okay. Du, oder? Natürlich, ich. Das ist ja dein Beruf. Ja, wollte gerade sagen, also, das geht ja nicht. Okay, next one. Der war einfach. Wer würde eher sich beim Sex anpinkeln lassen? Oh, ich weiß ja, wer drauf steht. Ist ja auch wieder. Ich? Ja, natürlich. Du erzählst mir. Ich bin dominant. Von Squirting und. Squirten ist nicht pissen. Ja, schon, aber. Nicht. Alles, was flüssig ist, ist doch. Nein, ist nicht. Wie oft hast du mir. Scheiße, ist auch flüssig. Würdest du dich anscheißen? Nein. Natürlich nicht. Natursekt nicht. Natursekt stehe ich drauf, weil ich es aktiv. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt freuen. Ich bin doch kein Schwangerschaftsstreifen. Das ist meine Aussage, okay. Wer würde eher einen Dreier ausprobieren? Was heißt ausprobieren? Das haben wir doch alle schon gemacht, oder? Haben wir nie einen Dreier gehabt? Doch. Doch. Das siehst du. Brauchen wir nicht. Nächste Frage. Okay, wer würde eher Gemüse als Sextoy benutzen? Ich weiß nicht, ob du dir Dinge in den Hintern schiebst. Nee, stehst muss ja auf, nicht. Nee, muss ja nicht. Ich kann ja auch eine Tomate nehmen und die ins Arschloch von der Frau stecken. Okay, stimmt. Also, ja, aber wer würde das eher bei sich selbst machen, oder? Ach, bei sich selbst. Auf jeden Fall so. Oder? Einbahnstraße. Einbahnstraße. Okay. Ja. Wissen wir doch alle, mein Gurkenfetisch. Wer würde eher sich eine Liebesschaukel in die Wohnung hängen? Oh, komm drauf, ich weiß nicht, wie viel Platz du hast bei dir zu Hause, ey. Ich habe aber einen strengen Vermieter, deswegen will ich da auf jeden Fall nicht umbauen. Ja, dann bin ich das wahrscheinlich. Ich hab da Bock drauf. Wer würde eher ein Dixi-Klo sauber machen, ohne zu würgen? Also, zeigst du? Du, oder? Ja, ich kann das nicht. Das wäre echt mein Tod. Okay, wer würde eher in einer Klausur vom Nachbarn abschreiben? Schwer. Ich glaube, du bist auch so ein kleiner Flunker-Heini, glaube ich. Hast du? Ja. Ich gucke. Ist das dein Ernst? Ich würde niemals abschreiben. Ich habe niemals abgeschrieben. Niemals? Ich betrüge mich doch nicht selbst. Ich habe mein ganzes Leben abgeschrieben. Ja, siehst du, deswegen habe ich auch so gemacht. Ich hätte schwören können, du warst genauso wie ich. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich hatte nur dumme Menschen in meiner Klasse. Nein, das war ein Scherz. Okay. Aber ich habe nie abgeschrieben. Lieber war ich dann zu faul und hab dann. Von 6 geschrieben? Nee, ich hab mich immer gerettet. Immer gute Nachbarn. Ja, Scheiß drauf geschrieben. Immer gute Nachbarn gehabt. Ich habe mich gut durchs Abiturleben gekämpft. Okay, wer würde eher auf der Straße überleben? Einfach, oder? Ich würde das nicht einen Tag überleben. Ich schon. Das wär's schon dann. Ich komme ja von der Straße, sieht man doch. Okay, ich würde sagen, noch eine Frage. Wer würde eher einen Partymarathon von 7 Tagen überstehen? Easy peasy, ey. Ich bin ja schon tot, wenn ich um 3 Uhr ins Bett gehe. Ich überlebe ja auch die Tour. Ne, von daher. Aber gar nicht so schlecht waren wir, oder? War okay. Aber bei manchen Sachen war ich echt enttäuscht. Wieso? Das mit dem Anpinkeln und so, das hätte ich nicht gedacht, dass du da.
Dass ich da auf so. Auf mich zeigst du, weißt ja, dass ich eigentlich eher so ein dominanter Typ bin und deswegen. Ja, aber ich dachte. Ja, ne, Ansgürtel ist was anderes. Du machst schon Sachen, die dreckig sind. Ich dachte so. Ja, natürlich dreckig, aber ich bin ja immer noch dominant. Ich lasse mich ansgürteln, ist was anderes. Aber wenn du es ihr befiehlst, dass sie dich anpissen soll, ist ja schon wieder was anderes. Nein, ja. Vielleicht auf die Füße oder so oder auf dem Schwanz, aber nicht. Ist das, das auch, ist ja. Auch geil. Kann gut sein. Nee, dann stinkt es so nach Spargel oder hier nach Smacks. Kennst du diese Cornflakes? Dann will ich sie kennen? Ess die mal und dann riechst du nach Honig. Dann riecht die Pisse nach Honig. Okay. Das sind so Insider-Infos. Das sind Insider-Infos von Finch. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, was euch am besten gefallen hat. Welche Frage war die geilste? In diesem Sinne würde ich sagen, ihr folgt Finch auf jeden Fall auf Instagram. Sein neues Album kommt wann raus? Am 14.02. am Valentinstag. Am Valentinstag. In diesem Sinne sage ich tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen, Like da lassen, Kommentar, Abo und so weiter, ihr kennt das. Und ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit für Finch, denn ich bin ja von VSTX hier unterwegs und es gibt eine geile Cap von mir und VisitX zusammen, genau, von VSTX. Eine 69, ich glaube, es passt auch. Was, warum ist die 69 da drauf? Was hat das damit zu tun? Weil wir noch nach Frankfurt fahren und da ist ja die Vorwahl oder die Postleitzahl 69. Achso, jetzt verstehe ich's. Und 69 passt halt einfach zu du. Wir wissen es doch beide warum. In diesem Sinne gibt es hier so noch so ein ziemlich cooles Foto von mir. Bist du das? Das bin ich. Sehr schön. Muss doch aufsetzen jetzt, komm. Ja, aber ich muss das dann biegen. Eigentlich macht man das bei den Cappies nicht, aber ich biege alle Cappies. Das ja? ist jetzt deine Cappies. Und ich habe einen übelsten Zylinderschädel, ja. Also erstmal hier auf 3. Sieht geil aus. Ja, warte mal, nach vorne sieht es noch besser aus mit dem Fokuhiler. Ja, das stimmt, aber es sieht gut aus. Okay, sieht aus perfekt. Danke, danke. Rot, Alter. Nice. Ah, danke, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Spaß.